Das Elternnetzwerk vertritt die Anliegen von Eltern, Angehörigen und jungen Menschen selbst, unabhängig von Grad und Form ihrer Beeinträchtigung. In der Beratung werden alle Themen, die am Übergang Schule-Beruf von Bedeutung sind, bearbeitet. Beispiele für konkrete Themen sind Möglichkeiten nach der Schulpflicht, Angebotslandschaft, finanzielle Leistungen, Sachwalterschaft, Erwachsenwerden und Ähnliches. Ich bin so überrascht, in wie vielen Dingen ich plötzlich Unterstützung bekommen kann. Ich bin eher eine Alleinkämpferin gewesen bis dato und plötzlich tun sich so viele Möglichkeiten auf, wo ich merke, da muss ich nicht mehr alleine meinen Weg gehen. Wenn man einmal keine Frage sofort beantwortet bekommt, dann wird sofort am nächsten Tag angerufen und das vervollständigt, geholfen. Also wir fühlen uns einfach wohl. Man bemüht sich immer sehr, dass die Eltern nicht nur Informationen bekommen, sondern dass sie auch ein sehr angenehmes Umfeld bekommen. Und man bemüht sich auch aus meiner Sicht sehr, dass die Eltern auch zueinander einen sehr guten Kontakt haben sollen. Bei den Infoveranstaltungen finde ich es besonders toll, dass immer geblockt zu einem Thema wirklich unglaublich viele Informationen den Eltern zur Verfügung stehen. Also eigentlich sollte ja jeder Jugendliche eigentlich wie auf Rezept einen Unterstützungskreis bekommen. Ich finde es ein wirklich sehr wertvolles Werkzeug, wenn man sich klar werden möchte, wo es denn so hingehen kann im Leben. Also ich bin sehr dankbar, dass ich das Elternnetzwerk kennenlernen durfte und darf, weil es hat sich für mich oder für uns als Familie der Blick geöffnet, welche Möglichkeiten für den David eigentlich noch bestehen. Das Spannende ist auch, plötzlich so ein Backup zu haben, dass da noch jemand hinter einem steht und sagt, okay, wir helfen dir in Form von Information oder indem wir mit dir gemeinsam Termine erledigen. Und dafür sind wir sehr dankbar.